Presse als wichtiges Buch zur Zeit wurde es gefeiert. Und da stand ein Satz drin, der mir schon zu denken gegeben hat. Die hat geschrieben, Rassismus ist das Wasser, in dem wir schwimmen. Das heißt, ein Satz, der zeigt, wie allgegenwärtig Rassismus ist und wie unmöglich es eigentlich für uns ist, dem zu entkommen. Und wir haben ja immer so das Gefühl, dass wir sagen, also wir sind ja keine Rassisten und da, das sind dann die bösen Rassisten da draußen, die irgendwie mit Fackeln vor irgendwelchen Ausländerheimen stehen. Das glaube ich, ist etwas, was wir kritischer anschauen müssen. Ich glaube, wir müssen kritischer anschauen, wie wir in unserer Community mit dem Thema umgehen und sind sehr froh, dass Naim Balikavlayan bei uns ist und mit uns hilft, so ein bisschen durch dieses Thema zu schiffen. Er ist Diversity-Trainer und vielleicht magst du gleich ein bisschen was zu dir selber sagen. Wir sind froh, dass du da bist. Wir sind froh, dass du dieses Thema mit uns machst. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich bin ein kleines bisschen geplättet, weil ich heute früh aus Istanbul angereist gekommen bin. Und da ist es energetisch im Moment nicht so doll, aufgrund der Erdbeben, die dort stattgefunden haben. Und deshalb ist es ein bisschen emotional beschwerend, momentan dort zu sein. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich hatte früher 10 Jahre hier in München gelebt und heute früh angereist, noch einmal eine Präsentation gewerkelt und jetzt im Sub. Zu meiner Person, mein Name ist Naim Balikavlayan. Ich bin türkeistämmig, ich bin 40 Jahre alt. Ich bin non-binär, das ist meine Selbstidentifikation in Bezug auf meine geschlechtliche Identifikation. Und ich bin die dritte Generation in Oberschwaben von türkeistämmigen GastarbeiterInnen, wie das damals genannt wurde. Ich hatte eigentlich nach meinem Abitur eine berufliche Ausbildung vorgenommen als Großhandelskaufmensch, was sehr typisch ist, weil ich aus einer ArbeiterInnenfamilie komme. Und da ging es darum, so schnell wie möglich auch schaffe Häusle zu bauen. Hatte aber dann anschließend mich dazu entschlossen zu studieren und habe eine Kombination studiert aus spanischen Kulturwissenschaften, ein bisschen Türkisch, ein bisschen Französisch und Politikwissenschaften. Und Politikwissenschaften hat mich letzten Endes auch auf diesen Weg gebracht, auf den ich mich mehr und mehr begab und wo ich mich auch mehr und mehr professionalisierte, und zwar in Bezug auf Diversity Management. Ich bin Diversity Trainerin, ich bin Diversity Beraterin und gleichzeitig gebe ich nicht allein Workshops oder halte Vorträge oder unterstütze diversitätsorientierte Organisationsentwicklungsprozesse, sondern halte eben auch Vorträge oder gebe Workshops zu einzelnen Formen von Diskriminierungen. Unter anderem auch zu Rassismus. Allerdings, weil es ein sehr beschwerendes Thema ist, tatsächlich in Deutschland, und nach etwa 12 Jahren, wie ich in diesem Themengebiet gearbeitet habe und versucht habe, Menschen zu erreichen, zu inspirieren, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich es nicht mehr machen werde. Weil es, glaube ich, sehr, sehr viel angenehmer ist, in Deutschland zu Queerfeindlichkeit zu sprechen, als im Unterschied über Rassismus zu reden. Und ich merke, dass es mit mir als Person etwas tut, jedes Mal aus Neuer auch in unterschiedliche Kontexte mich zu begeben und zu versuchen, zu inspirieren und positiv anzuregen. Aber dann merke, dass ich oft mit sehr unguten Gefühlen tatsächlich nach Hause gehe und mich dann dabei ertappe, wie ich einen Joint nach dem anderen rauche, um irgendwie dann emotional und auch psychisch runterzukommen. Warum das so ist, dass Rassismus ein so beschwerendes Thema in Deutschland ist, hat, glaube ich, mehrere Gründe. Also zum einen aufgrund unserer Historie in Deutschland, aufgrund dessen, dass sehr lange Zeit Rassismus mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wurde in Deutschland. Wobei ich allerdings meine, dass RechtsextremistInnen, ich gendere, weil auch da sehr viel Vielfalt geboten ist, RechtsextremistInnen bedienen sich natürlich der rassistischen Ideologie, der Idee von Überlegenheit in Bezug auf unterschiedliche Herkünfte und Hautfarben, die Menschen mitbringen. Allerdings kommt RassistIn ohne den Rechtsextremismus aus. Und ich glaube, also da würde ich gerne an dem andocken, was du gesagt hast, Christopher, Rassismus ist das Wasser, in dem wir schwimmen, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass nicht alleine Rassismus das Thema ist oder
dass das Wasser alleine gefärbt ist von Rassismus, in dem wir schwimmen, sondern eben auch von Dingen wie zum Beispiel Sexismus, was auch eine große Relevanz in queeren Communities hat, was als weiblich wahrgenommen wird, wie Weiblichkeit wahrgenommen wird in den queeren Communities, zum Beispiel als non-binäre Person, zum Beispiel auch als Transperson, zum Beispiel mit dem, dass die eine Person, die queer ist, als devot weiblich wahrgenommen wird und die andere Person, die den aktiven Part, den Top-Part übernimmt, ist dann die männliche Person. Und das ist das eine Thema. Ein weiteres Thema, Klassismus aufgrund der sozialen Herkunft, Sexismus und eben auch Rassismus. Und dann aber auch einige mehr, wie zum Beispiel, wir werden es alle wissen, die in den queeren Communities unterwegs sind, Bodyismus ist ein großes Problem. Also ein Problem insofern, dass wir oft der Idee verfangen, in den queeren Communities auch mit unserem Körper bestimmten Normen zu entsprechen. Lookismus, mit dem, wie wir ausschauen, mit dem, wie wir wahrgenommen werden, ist ein großes Thema und einige mehr. Das heißt, ich werde an diesem heutigen Tag mit dem Vortrag, den ich gebe, mich nicht alleine beziehen auf Rassismus, sondern werde versuchen, das mehrdimensional aufzubereiten. Mehrdimensional in Verbindung mit anderen Formen von Diskriminierung. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, für die queeren Communities insgesamt in Deutschland oder in Europa oder in der Türkei oder wo auch immer, dass wir tatsächlich jede Art von Diskriminierung in ihrer Mehrdimensionalität, in ihrer Vielschichtigkeit wahrnehmen und die auch entsprechend verhandeln. Genau. Das heißt, ich bin tatsächlich mit dem Vorsatz heute hierher gekommen, dass es für mich eine Art krönender Abschluss ist zu all den Jahren, wo ich zu Rassismus gearbeitet habe und versucht habe zu inspirieren und möchte auch tatsächlich, das ist meine Motivation für den heutigen Abend, euch eben auch inspirieren und gut möglichst positiv anregen. Ich schaue kurz in meine Notizleiste, so ob ich irgendetwas vergessen haben könnte. Ach ja, warum ich den Titel umbenannt habe, weil hier auf der Postkarte steht drauf, Rassismus in queeren Communities. Und dann saß ich an meiner Präsentation und dachte mir nur, nee, so will ich das nicht. Ich will das umformulieren und auf eine positive Art und Weise umformulieren, als dass es dann eben auch möglich ist, in der Hoffnung, als dass es dann möglich wäre, dass wir vielleicht auch nochmal anders positiv die Thematik angehen können und vielleicht auch ein bisschen von der Beschwerlichkeit ablassen können. Und entsprechend auch der Titel für ein Mehr an Rassismussensibilität oder insgesamt Diskriminierungssensibilität in queeren Communities. Und mit queer meine ich hier lesbisch, schwul, bi, trans, inter und all diejenigen, die sich als queer, all diejenigen, die sich als A oder in anderen Formen identifizieren. Zu meiner Person vielleicht noch so viel, dass ich hier 10 Jahre in München gelebt, geliebt und gearbeitet habe. Ich war hier vornehmlich im pädagogischen Bereich tätig als Sozialarbeiterin und habe da sehr viele junge Menschen begleitet, die tatsächlich selbst auch queer sind oder queer waren und zusätzlich von Rassismen, von unterschiedlichen Formen von Rassismus betroffen sind. Und zeitgleich war ich Diversity-Beraterin bei der Landeshauptstadt München beim Pädagogischen Institut und war da zuständig für die Lehrkräftefortbildung zu diesen Themen. So. Und das ist der Einstieg. Für den Moment so viel, was ist Rassismus und was ist es nicht? Um das vielleicht noch mal ein bisschen vor Augen zu führen. Trotzdem es so behandelt wird in unserer Gesellschaft, ist Rassismus kein Problem Einzelner und ist nicht das Problem derjenigen Personen, die davon betroffen sind. Genauso wenig wie Sexismus alleine das Problem ist von denjenigen, die betroffen sind. Und genauso wenig wie Homo- und Transfeindlichkeiten alleine die Probleme sind von denjenigen, die homo und trans sind, sondern es geht uns alle an als Gesellschaft. Rassismus ist nicht etwas, was beabsichtigt sein muss. Es ist wirklich etwas, was mir immer wieder entgegenschlägt, weil es mich dann auch emotionalisiert in den Momenten, in den Workshops, die ich gebe, dass dann sehr viele Beteiligte sagen, ja, aber das meine ich doch gar nicht rassistisch. Ja, und ich habe doch eine beste Freundin, die Türkin ist. Ja, und ich gehe doch so gerne in die Dönerbude und bin da ständig in Kontakt auch mit Personen, die arabisch sind oder die Person als arabisch bezeichnet. Es muss nicht beabsichtigt sein.
Und ich glaube, dass mit dem, dass wir in dieser Gesellschaft sozialisiert sind, geboren und groß geworden sind oder irgendwann hierher gezogen sind und eben auch gewissermaßen eine Beeinflussung erfahren haben, weil wir ein Teil der Gesellschaften, der Communities in Deutschland sind, ist es nun mal so, dass wir auf die eine oder andere Art und Weise davon geprägt sind, von gewissen Fantasien, Vorstellungen und von Dingen, die in der Gesellschaft auf die eine oder andere Art und Weise gut oder weniger gut behandelt werden. Zum Beispiel das Thema Migration, zum Beispiel das Thema Flucht. In Deutschland wird vornehmlich negativ konnotiert behandelt. Also auf eine Art und Weise, dass es seltener auf eine positive Art und Weise resultiert. Erst dann, wenn es um Fachkräftemangel geht. Nochmals als Erinnerung, Rassismus ist nicht gleich Rechtsextremismus. Und wenn ich meinem Gegenüber sage, das, was du gerade sagtest oder dein Verhalten ist rassistisch, bedeutet es nicht, dass die Person per se Rassistin ist. Das bedeutet es nicht. So wie ich von meinen Rassismen in meinem Kopf geprägt bin, kann es jede andere Person auch. Rassistisches Gedankengut ist nichts, was Deutschland spezifisch ist. Und das sage ich jetzt als eine Person, die jetzt mittlerweile auch den Lebensmittelpunkt in Istanbul hat. Rassismus ist ein strukturelles Problem. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, genauso wie Sexismus und Klassismus gesellschaftliche Herausforderungen sind. Rassismus verläuft oft unbewusst. Rassistische Ideen sind verinnerlicht. Rassismus wie auch andere Diskriminierungsarten privilegieren in den unterschiedlichsten Gesellschaften einige wenige, die eher noch den gesellschaftlichen Normen entsprechen, im Hinblick auf Rassismus, die als autochthon, schrägstrich einheimisch gelten, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, aufgrund dessen, woher ihre VorfahrInnen kommen, aufgrund der Religion, die sie praktizieren, Punkt, Punkt, Punkt. Und entsprechend habe ich mich dazu entschlossen, diesen Ablauf vorzunehmen für etwa eine Stunde, also 20:30 würde ich sagen. Zum einen werde ich ein paar Stichpunkte euch vorschlagen im Hinblick auf Schutzraum. Ich würde mir wünschen, dass wir das hier als einen Schutzraum wahrnehmen für euch, wo ihr Dinge besprechen könnt und über Dinge nachdenken könnt, laut innerhalb dieser Gruppe, aber auch für mich. Dann werde ich euch Definitionen bieten zu Diskriminierung, damit wir einfach nochmal umfassender verstehen, was Diskriminierung überhaupt ist und dass Rassismus eine Art von Diskriminierung ist. Dann werde ich nochmal den Hinweis darauf geben, dass wir Rassismus oder auch Homo- und Transfeindlichkeit nie alleine denken dürfen, sondern immer in der Überschneidung mit anderen Diskriminierungsarten. Und da geht es dann um das Thema Intersektionalität. Und dann den Hinweis auf Rassismus, einen kurzen Reflexionsmoment, den ich gerne mit euch vornehmen mag, dass wir so einen interaktiven Moment haben oder ein interaktives Moment. Und dann, dass wir möglichst im Gesprächsforum bei Fragen und Antworten auch uns dem annehmen können, was können wir als Community tun, als queere Community oder als queere Communities in München oder deutschlandweit, was können wir konkret tun, um queere Räume in München rassismussensibler zu gestalten. Immer wenn ich einen Vortrag halte zu diesen Themen, die auf irgendeine Art und Weise emotionalisierend sind, und das dürfen sie auch sein, weil ich nicht glaube, dass wir über Diskriminierung reden können auf eine besonders gesonnene oder pragmatische Art und Weise, obwohl das in Deutschland sehr beliebt ist, wird immer sehr hochgehalten, Pragmatismus, Neutralität und Objektivität, das geht bei diesen Themen nicht. Denn Rassismus ist ein Thema, wie jede andere Diskriminierungsart auch, die Menschen psychisch beeinträchtigt, die Traumata für die Person darstellen können. Und Diskriminierung kann töten. Ob es Homo- und oder Transfeindlichkeiten sind, ob es Rassismen sind in unterschiedlichster Form, ob es Sexismus ist, ob es Klassismus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Diskriminierung kann töten. Entsprechend ist Emotionalität erlaubt, aber ich würde darum bitten, dass wir auf eine Art kommunizieren, dass wir nachsichtig miteinander sind, möglichst wertschätzend. Auch ich werde mich darum bemühen. Respekt einander zollen, achtsam mit uns selbst und unserem Gegenüber sind, möglichst offen bei diesem Thema,
aber auch sich dessen gewahr zu sein, dass Offenheit seine Grenzen hat, wenn es mein Gegenüber verletzen kann. Und vielleicht einfach nur eine Erinnerung, die mir immer wieder hilft, wenn ich eine gewisse Art von so eine Despektierlichkeit entwickle oder so einen Hochmut oder eine Arroganz, als wüsste ich die Dinge besser. Nein, du lernst ein Leben lang und das tun wir alle und das dürfen wir auch. Sonst wäre das Leben, glaube ich, ein bisschen arg langweilig. Hinweis, wir sind alle unterschiedlich in diesem Raum, auch wenn es gewisse Merkmale gibt, die uns miteinander einen. Wir haben alle die unterschiedlichsten Erfahrungswerte. Und Verletzungen können bei dieser Art Themen stattfinden. So, was ist Diskriminierung? Und wenn ich es schon ausspreche, merke ich, dass sich irgendetwas in meiner Stimme verändert. Frosch im Hals. Diskriminierung ist die ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende Behandlung von Gruppen und Individuen ohne sachlich gerechtfertigten Grund. Sachlich gerechtfertigter Grund klingt sperrig, macht aber an dem Punkt Sinn, wie wir von sogenannt positiver Diskriminierung sprechen. Also es gibt Momente, gerade in politischen Kontexten wird es sehr oft besprochen, wenn es um irgendwelche Quoten geht, da wäre ein sachlich gerechtfertigter Grund tatsächlich nach gewissen Merkmalen zu diskriminieren, um eine gewisse Verhältnismäßigkeit zu erwirken. Zum Beispiel die sogenannte Frauenquote im Bundestag. Oder was auch mittlerweile mehr und mehr in Deutschland besprochen wird, eine Quote auch zu etablieren in Deutschland in unterschiedlichsten Einrichtungen und Kontexten in Bezug auf Personen mit Migrationsgeschichte. Diskriminierung kann sich zeigen als Kontaktvermeidung, Benachteiligung beim Zugang zu Gütern, Money Rules, und Positionen als Boykottierung oder als persönliche Herabsetzung. Hättet ihr dazu Fragen? Die Durchsetzung von Diskriminierung setzt in der Regel soziale, wirtschaftliche, politische oder publizistische Macht voraus. Das sind jetzt mehrere Ebenen. Das bedeutet, die Person diskriminiert, die tatsächlich im Hinblick auf ihre soziale Positionierung, die im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Situation, des politischen Establishment und der publizistischen Macht, das würde bedeuten, wer ist in wie Form, zum Beispiel auch in den Medien in Deutschland, repräsentiert. Da gibt es, ich konkretisiere es mit einem Beispiel, würde ich sagen, dass, es klingt vielleicht nicht schön, aber weil eine Person, die weiß positioniert ist, also automatisch als deutsch wahrgenommen wird, aufgrund bestimmter Merkmale, die heterosexuell ist, die cis ist, sich tatsächlich auch mit dem ihr zugewiesenen Geschlecht identifiziert, die männlich ist, würde Mensch meinen, dass im bundesrepublikanischen Kontext diese Person besonders privilegiert ist. Muss nicht unbedingt sein, entsprechend ihrer Lebenserfahrung, die sie mitbringt und den Dingen, die sie erfahren hat müssen. Allerdings, im Hinblick auf die soziale Positionierung, mit dem, welchen Stand sie in der Gesellschaft in Deutschland hat, hat sie eine gewisse soziale, wirtschaftliche, politische und publizistische Macht, weil sie nochmal anders sichtbar ist, wirksam ist und in diesem System nochmal anders profitieren kann. Wenn diese Person entsprechend der Stereotypen, da sprechen wir über die kognitive Ebene, also im Mind, mit all den Stereotypen, die wir zu den unterschiedlichsten Personengruppen haben, die wir verinnerlicht haben, mit den Vorurteilen, die es auf einer emotionalen Ebene bei jedem einzelnen Menschen auslösen kann, plus die soziale Macht, die Privilegien, die die einzelne Person erfährt, kann dazu führen, dass sie ihr Gegenüber diskriminiert. Das ist dann auf der Handlungsebene. Das würde bedeuten, auf der Handlungsebene, dass Christopher, du und ich begegnen uns und wir sind unterschiedlich sozial positioniert. Und an der einen Stelle bist du womöglich privilegierter, als ich es bin, und auch andersrum. Aber im Hinblick auf einzelne Merkmale, wo du privilegierter bist und wo wir uns begegnen und du in irgendeiner Form herablassend bist, ausgrenzend, ausschließend oder benachteiligend, würde ich sagen, das ist diskriminierend. Das ist die individuelle Ebene von Diskriminierung.
Die institutionelle Ebene ist, dass Personen, die Rassifizierung in Deutschland erfahren, oft in entscheidenden Positionen, Institutionen seltener vertreten sind. Ich hatte erst vor wenigen Tagen, hatte ich gelesen, weil ich in Augsburg Workshops zum Thema Diversity gab, für Nichtregierungsorganisationen, hatte ich gelesen im Hinblick auf Medien, dass im Augsburger Raum, wo ich glaube, dass ein Drittel der Bevölkerung migrantische Bezüge hat, Migrationsbiografien aufweist, in irgendeiner Form Rassifizierung erfährt, das heißt von Rassismus betroffen ist, ein Drittel der Augsburger Gesellschaft, Stadtgesellschaft ausmacht, hingegen in den Medien in Augsburg, ich glaube, nur 5% migrantische Bezüge aufweisen. Das sind aber diejenigen gleichzeitig, die zum Thema Migration, Flucht diskutieren, schreiben, publizieren, die aber selbst unter Umständen die eigenen Erfahrungswerte nicht mitbringen. Und es hat sich zum Positiven bei den letzten Bundestagswahlen im letzten Jahr verändert, insofern, dass wir mehr noch Menschen haben im Bundestag, die migrantische Bezüge aufweisen. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt mehr als 10-12%. Ich habe die konkrete Zahl nicht im Kopf. Und wenn wir schauen, wie viele Menschen mittlerweile in Deutschland, in einem sehr vielfältigen Deutschland, mit etwa ein Drittel der Bevölkerung migrantische Bezüge aufweisen und Rassismus erfahren sind, ist es nicht verhältnismäßig. Und dennoch ist es so, dass ein Friedrich Merz am Ende des Tages darüber diskutieren kann, welche Positionierung er zum Thema Migration und Flucht hat, obwohl er selbst keinen biografischen Bezug dazu hat. Das wäre die institutionelle Ebene von Diskriminierung. Und die gesellschaftliche Ebene von Diskriminierung würde bedeuten, dass wir insgesamt als Gesellschaft von den unterschiedlichsten Diskriminierungsarten beeinflusst sind, diese verinnerlicht haben und mit dem, wie wir als Gesellschaft, ob in der Werbung, ob im Fernsehen, ob in den unterschiedlichsten Reklamen, die wir sehen, oder ob mit dem, wie in die Zeitung, die wir lesen, bestimmte Themen verhandelt werden. Die gesellschaftliche Ebene von Diskriminierung oder von Rassismus würde genau das eben benennen. Insgesamt, alle Ebenen zusammengedacht, würde ich von struktureller Diskriminierung sprechen, weil wir Dinge nicht so konkret und so dezidiert oder trennscharf voneinander unterteilen können. Ein Beispiel dazu, zu struktureller Diskriminierung: Eine Lehrkraft, die selbst weiß positioniert ist, das heißt biografisch deutsch ist, selbst keinen Rassismus erfährt, in Hinblick auf unterschiedlichste soziale Positionierung privilegierter ist als Schülerin, die womöglich auch Rassifizierung erfährt, aufgrund der Religion, aufgrund der Familie, aufgrund der Herkunft, womöglich aufgrund der Hautfarbe. Dass, wenn diese zwei Personen zusammenkommen und es findet eine Diskriminierung statt, die wir als Rassismus bezeichnen würden, ist es zunächst einmal die individuelle Ebene, weil sich zwei Personen begegnen. Allerdings begegnen sie sich im Lern- und Erfahrungsraum Schule. Das heißt, Schule ist eine Institution. Das heißt, da spielt die institutionelle Ebene von Diskriminierung oder von Rassismus mit rein. Und gleichzeitig ist es so, wie sollte es anders sein, haben beide Personen, SchülerInnen wie auch LehrerInnen, die gesellschaftlichen Ebenen von Diskriminierung verinnerlicht. Und die tragen sie dann untereinander aus. Und entsprechend, weil es eben nicht voneinander unterschieden werden kann, die unterschiedlichen Ebenen, würde ich von strukturellem Rassismus sprechen. Zusammenfassend zu Definitionen: Zuschreibung von Eigenschaften und Verhaltensweisen, Rechtschreibfehler, hinsichtlich einer sozialen Gruppe basieren auf Einstellungen. Wie gesagt, kognitiv Stereotype, affektiv emotional Vorurteile und verhaltensbasiert auf der Handlungsebene geht dann letzten Endes der Rassismus vonstatten oder andere Formen von Diskriminierungen. Und bei der Überschneidung von mehreren Diskriminierungsarten spricht Mensch von Intersektionalität, von mehrdimensionaler Diskriminierung. Hier kurz eine Pause. Habt ihr Fragen dazu? Es ist sehr theoretisch, es ist sehr wissenschaftlich.
und nicht ganz barrierefrei. Passt das für einen Moment? Mhm. Ja, das ist ja wirklich Intersektionalität. Also ich weiß vom Klassismus, das kam ja im letzten Jahrzehnt oder vorletzten Jahrzehnt erst auf dieser Begriff. Mhm. Und woher kommt dieser Begriff? Also ist ja auch umstritten. Also ich bei den Linken zum Beispiel ist das ja umstritten, der Begriff Intersektionalität. Und ja, seit wann gibt es diesen Begriff? Seit wann gibt es diesen Begriff Intersektionalität? In Deutschland hat er sich im letzten Jahr etabliert. Im letzten Jahrzehnt etabliert, allmählich. Und übergeschwappt aus den USA. Und verfochten von Aktivistinnen, die selbst Frauen sind, vornehmlich Frauen waren, selbst schwarze Frauen und schwarze queere Frauen, die auf den Umstand aufmerksam machen wollten, dass sie nicht alleine von Rassismus betroffen sind, nicht alleine von Sexismus betroffen sind, sondern zusätzlich von Homo- und Transfeindlichkeiten als queere Person. Und ich meine, in München macht das einen großen Unterschied, wer wie viel Geld im Portemonnaie hat, ob du in welcher Form auch immer besonders gut leben kannst, dass sie anfingen, auch den Hinweis darauf zu geben, dass Klassismus gerade in unseren Gesellschaftsformen eine große Relevanz hat. Und diese Überschneidung haben sie mit Intersektionalität zum Ausdruck bringen wollen. Ich möchte nicht sagen, ob ich den Begriff gut oder weniger gut finde. Das ist für mich einfach nur ein Analysemoment. Und deshalb würde ich auch an der Stelle gerne weitermachen. Aber ich kann mich erinnern, dass der in der linken Szene sehr umstritten, also auch in der Linkspartei sehr umstritten ist. Matze, kann sein. Weil er den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit aus, soweit ich das in Erinnerung habe, dass also dieser Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ausgeblendet wird dabei. Gut, ist möglich. Also können wir auch gerne noch mal später darüber reden. Ja. Weitere Fragen? Immer dann, wenn ich über Diskriminierung spreche, spreche ich auch über Privilegien. Weil ich Diskriminierung und viele andere meiner Mitreferentinnen, die zu diesen Themen arbeiten, weil es uns wichtig ist, auch nochmal den Gegensatz aufzumachen und darauf hinzuweisen, dass wo auf der einen Seite eine Person oder eine Personengruppe Diskriminierung erfährt, auf der anderen Seite automatisch andere Personengruppen bevorteilt werden, privilegiert werden können, im Hinblick auf unterschiedliche Merkmale. Privilegien bezeichnen die Übervorteilung, die unverdiente Bevorteilung, es klingt sehr negativ, bestimmter Personen und/oder Personengruppen, die in Bezug auf bestimmte oder mehrere Diversity-Kategorien genießen. Die diese Privilegien in Bezug auf bestimmte oder mehrere Diversity-Kategorien genießen. Da waren meine Hände nicht so schnell wie mein Gehirn. Privilegien können als Gegenteil von Diskriminierungen verstanden werden. Das heißt, an der Stelle, im Hinblick auf eine Diversity-Kategorie, wo die Person Diskriminierung erfährt, kann eine andere Person privilegiert werden. Entsprechend welcher Kategorien? Wenn wir über Rassismus sprechen oder über Rassismen, weil es sehr unterschiedliche Formen von Rassismus gibt und die Art von Rassismus, die ich als türkeistämmige Person erfahre, eine andere Art von Rassismus ist, als eine Person, die schwarz positioniert ist in Deutschland. Und nochmal anders ist, als würde nochmal offenkundiger oder offensichtlicher sein, dass ich den Islam praktiziere. Das heißt, wenn wir über Rassismen reden, die Ethnizität, die nationale Herkunft, die Staatsbürgerschaft, die Hautfarbe, die Relevanz hat, im Hinblick auf Rassismus. Im Hinblick auf Sexismus, Geschlechtsidentitäten, Gender. Im Hinblick auf LSBTIQ-Feindlichkeiten oder Homo- und Transfeindlichkeiten, wie ich sie alternativ bezeichne, die sexuelle Orientierung, die eine Relevanz hat. Wenn es um das Thema Ableismus geht oder Behindertenfeindlichkeit, sind es körperliche, mentale, seelische Komponenten, die dazu führen können, dass eine Person Behindertenfeindlichkeit erfährt. Und beim Thema Klassismus ist es die soziale Herkunft,
Stichwort ArbeiterInnenkind. Das Einkommen, das ich erhalte für die Lohnarbeit, die ich leiste, oder auch die berufliche Ausbildung oder die schulische Ausbildung, die ich habe vornehmen können, die dazu führt, dass ich Klassismus in Deutschland erfahren kann. Alter hat eine große Relevanz in unserer Gesellschaft, insofern, dass ältere Personen, ich meine, gerade auch in queeren Communities nochmal anders Diskriminierung erfahren als jüngere Menschen, wohingegen als die Fridays for Future-Bewegung begann, war es am Anfang so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass sehr viele der jungen Menschen nicht wirklich ernst genommen würden für ihre Belange, für die Forderungen, die sie formulierten, aufgrund dessen, dass sie halt als besonders jung galten. Sie können es ja nicht besser wissen. So, Alter also als ein Grund dafür, dass eine Person Diskriminierung erfahren kann oder auch privilegiert wird, und Religion und Weltanschauung. Das sind so übrigens auch die sozialen Kategorien, die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland festgehalten sind. So, mit dem, dass ich die Kategorien vorgestellt habe, würde ich euch dazu einladen, dass ihr für einen kurzen Moment auch euch nochmal, also mit offenen oder geschlossenen Augen, dass ihr euch nochmal ein bisschen besinnt, insofern, dass ihr euch die Frage stellt, zu welchen dieser Kategorien habt ihr Diskriminierung erfahren? Ethnizität, nationale Herkunft, Hautfarbe, Geschlechtsidentität, Gender, sexuelle Orientierung, körperliche, mentale, seelische Verfasstheit, die soziale Herkunft, das Einkommen, die Ausbildung, das Alter, die Religion, Weltanschauung. Zu welchem dieser sozialen Kategorien, Diversity-Kategorien, wie ich sie bezeichne, habt ihr Diskriminierung erfahren? Und zu welcher dieser Kategorien habt ihr selbst diskriminiert? Ungewollt, unbeabsichtigt und dennoch mit dem, was ihr sagtet, mit dem, wie ihr euch verhieltet, mit dem, wie ihr gedacht habt. Und die Frage, mit der ich gerne andocken möchte an diesen emotionalen Moment, ist, nehmt ihr die queeren Communities in München als vielfältig wahr? Und dazu in Verbindung die Frage, die ich gerne formulieren mag, spiegelt sich die Vielfalt der queeren Communities in München oder in Deutschland tatsächlich wider? Spiegelt sich die Vielfalt, die sexuelle und die geschlechtliche Vielfalt, die herkunftsbezogene Vielfalt, spiegelt sich das in den queeren Communities wider? Und wenn nein, was können wir alle miteinander tun, um das mehr und mehr zu erwirken und auch mehr und mehr zum Thema zu machen, wie zum Beispiel heute Abend? Für 5 Minuten, dass ihr euch kurz besinnen dürft. Gerne untereinander dazu unterhalten. Es ist eine Einladung. Ich finde es übertrieben, diese Bums. Kind war, glaube ich, schwul und lesbisch. Das war's. Queer, Inter, was das so gut sein? Da kann man vielleicht als Diskussionsbeitrag geben. Ja, ich glaube allerdings, dass du gerne auch die anderen mit einbeziehen darfst. Ich werde keine konkrete Antwort darauf geben können. Gut. Ich sitze nämlich hier nicht als schwule Person, sondern als queere Person. Ich sitze hier als non-binäre Person. Das heißt, ob ich wollte oder nicht, ich bin nur mal vielfältig, wie jeder andere Mensch auch. Die Bezeichnungen sind halt nur mittlerweile andere.
Und du darfst für dich entscheiden, wie du dich bezeichnest? Ende. Ja, Ende Gelände. Passt doch. Ja. Und ich nicht. Ja, aber ich meine, aber das Argument war ja, wie ich das mal kurz wiederholen darf, ich meine, so, weil du wieder recht. Früher war alles viel einfacher, da gab es halt Schwul und Lesbisch, das war. Und ja. Heute ist es halt viel komplizierter, glaube ich, als du es verwendet. Ja. Und ja. Die Frage, ob das wirklich so ist. Also ich meine, das ist mal im Spiel. Wenn du jetzt in Ordnung kommen, Entschuldigung, wenn du sage, ja, ist in Ordnung. Wenn du jetzt in Ordnung kommen würdest, okay, dann ist du halt auch in Richtung. Absurd, du musst nicht mehr glauben, es gab in den Menschen immer eine vielfältige Gesellschaft und gab damals die Begriffe, die da so heutzutage gibt. Einfach alles seiner Zeit, um es den Begriffen zu geben, die es gibt. Und dadurch können sich Leute leichter zuordnen und auch zwischen den Kategorien wechseln, wenn es gut ist. Kategorien wechseln? Okay. Und ich würde es gerne anziehen. Ich empfinde es schon als für mich wichtige Frage. Und es ist eine Frage, ich meine, das letzte Mal, wie ich in der deutschen Eiche war und eigentlich meine Lust frönen wollte, als sexpositive Person, war es so, dass ich irgendwann dann, wie ich gefragt wurde, wie ich mich positioniere, dann sagte, ich bin eine queere Person und mein Gegenüber sagte, ja, damit kann ich nichts anfangen, ich bin schwul. Also für mich war es, mag sein, nur im respektvollen Miteinander würde ich mir wünschen, dass jede Person für sich selbst die Möglichkeit hat, sich so zu definieren und sich so zu bezeichnen, wie die Person möchte. Und die Zeiten, wo wir fremd bezeichnet werden, sind eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft, in der wir leben und wo wir so freiheitlich miteinander sein dürfen, ist es doch geboten und absolut legitim und auch okay, wenn eine Person sagt, nein, ich definiere mich nicht als schwul. Dann kann doch mein Gegenüber aber auch fragen, warum ist es so, dass du dich nicht als schwul definierst? Und dann, wenn ich möchte, wenn ich mich in dem Moment gut damit fühle, kann ich sagen, aus diesen und jenen Gründen. Muss nicht unbedingt so sein, dass wir zu einem Konsens finden. Und ich würde mir wünschen, so wenig, wie ich dich überzeugen muss von dem, was richtig oder falsch ist, dass du mir das Gefühl gibst, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, wäre ich zu einer Zeit geboren und sozialisiert worden wie du, dann wäre es so gewesen, dass ich mich höchstwahrscheinlich auch als ganz sicher als schwul definiert hätte. Und mich würde diese Komplexität im Hinblick, wie LSBTIQ-Themen mittlerweile in Deutschland sichtbarer sind und wie sie verhandelt werden, das wäre mir womöglich auch zu viel oder zu komplex. Das verstehe ich. Und gleichzeitig würde ich darum bitten, dass wir das als Chance nutzen, dass jede Person für sich wirklich auch eruieren kann und sich nochmal reinfühlen kann in das, wie sie sich selbst bezeichnen mag. Ist doch okay. Also ich werde hier keine Überzeugungsarbeit leisten. Und dennoch ist es wichtig zu unterstreichen, wir sind in einem Moment, und dafür bin ich sehr dankbar, in einem Moment, wo ich mir denke, die Möglichkeiten, die ich hier als Mensch habe, als Teil dieser Gesellschaft, die Möglichkeiten habe ich in der Türkei zum Beispiel nicht. Ja, stimmt. Ja, und eine Möglichkeit ist zum Beispiel zu sagen, hier stehe ich als eine queere, non-binäre Person, die Rassifizierung erfährt, und ich spreche zu diesen Themen. So, und ich würde mir wünschen, dass Typen von Menschen, die unterschiedlichsten Kategorien aufweisen, tatsächlich auch mehr und mehr sichtbar sind, zum Beispiel im So, zum Beispiel im Leads, zum Beispiel bei Diversity, zum Beispiel im Stadtrat, zum Beispiel im Bundestag. Die Vielfalt unserer Gesellschaft, und das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen, die Vielfalt unserer Gesellschaft sollte überall dort, wo Gesellschaft entsteht, tatsächlich auch zum Ausdruck gebracht werden. Zwei Beispiele, und dann geht es wieder ums Geld. Man verkauft den Außendienst. Ich habe ja einen sehr guten Freund von außen sichtbar. Ich war der Herr sowieso und der andere Herr war einen Tag vor mir da. Ach, Sie kennen den Herrn sowieso. Diese Spuren saugen doch nicht die Hand.
Wie kann ich mich dann outen, zum Beispiel, weil ich ja selbst schwul bin, aber trotzdem hätte ich ja mein Geschäft. Das wird. Das wäre auch eine Diskrimination. Also das geht jetzt von hetero zu schwul, ne? Ja. Und diese Frage, was ist die Diskrimination? Wir haben noch zu wenig Heteros, die Schwule akzeptieren. Das ist ganz einfach. Wir müssen das jetzt nicht noch schwieriger machen, weil das mit den Gleisigkeiten von vielen Geschichten von Beck erzählen. Also der eine trägt die Röcke, der andere macht die Strapse, der andere hat die Beinchen. Das geht das für etwas an. Die geschlechtliche Orientierung ist allerdings kein Fetisch. Ist kein Fetisch. Also das wäre vielleicht auch an der Stelle wichtig festzuhalten. Vielleicht noch kurz eine Meldung, wenn du magst, aber die Einladung dazu kurz, weil alle anderen haben nicht die Möglichkeit, sich einzubringen. Und wir möchten weiterkommen. Ist es wichtig, was du sagen möchtest? Ja, ich wollte noch die Welt anschauen, kann auch diskriminierend sein. Also wenn jetzt jemand sagt, du bist Kommunist, das ist ja auch kein Fach diskriminierend sein. Also wenn jetzt einer sagt, Arbeitskollege zum Beispiel zum anderen sagt, der zum Beispiel in der Gewerkschaft sagt, du bist ein Kommunist. Ja. Das kann ja auch, das ist auch eine Diskriminierung. Natürlich, also wenn es nicht alleine eine Abwertung ist und tatsächlich auch Konsequenzen mit sich bringt und eine gesellschaftliche Relevanz hat, die hat es womöglich in den 50er und 60er und 70er Jahren nochmal anders als heute. Aber klar, wenn es dann auch letzten Endes dazu führen würde, dass die Person womöglich die Wohnung nicht bekommt, auf die sie sich bewirbt, den Job nicht bekommt, auf die sie sich bewirbt, womöglich auch irgendwie aus FreundInnenkreisen ausgeschlossen wird, aufgrund dessen würde ich sagen, ja klar, das kann zu Diskriminierung führen. Ja, danke dir. Gibt es noch weitere Stimmen? Gibt es weitere Personen, die etwas sagen wollen? So auch in Bezug auf den Reflexionsmoment, wie ich es bezeichnet habe. Nur noch ganz kurz was sagen. Ja. Gerne vorher würde ich erfahren, ob es noch andere Personen gibt, die etwas sagen wollen. Traut euch bitte. Magst du etwas sagen? Ich würde vielleicht sagen, habe ich das gerade ein bisschen ambivalent wahrgenommen, weil ich irgendwie mal das Gefühl habe, dass es insbesondere in der queeren Community, obwohl wir ja irgendwie alle in einem Boot sitzen, von außen gefühlt unsere Daseinsberechtigung kämpfen müssen, in den unterschiedlichen Ebenen, Arbeit, Leben, whatever, in ganzen Bereichen. Ist halt für mich besonders belastend, dass ich das Gefühl habe, dass es halt jetzt innerhalb so einer schon an sich diskriminierten Community halt in sich nochmal Diskriminierung gibt. Das Gefühl habe, manchmal hat man auch selbst unter queeren Menschen Ressentiments, auch vor allem erstmal mehr männlich, mehr weiblich, keine Ahnung, gegenüber von letzten gegenüber Schulen und so. Das, finde ich, ein bisschen, macht uns vielleicht auch so ein bisschen das Leben schwer, auch nach außen darstellen, weil wir halt schon intern in unserer Community nicht, sag ich mal, das leben können, was wir von außen erwarten. Ja. Das finde ich halt so ein bisschen, hat sich geändert, klar, durch die ganzen neuen Bezeichnungen, die ganzen Möglichkeiten mit anderen Gleichgesinnten in Verbindung zu treten, sich ein bisschen zu Bonding zu betreiben. Aber ich finde es halt, die sind wir da meiner Ansicht nach noch nicht am Ende angekommen oder nicht an dem Punkt, weil wir schon vielleicht Ängste sein können. Ja, ja. Da fühle ich absolut mit dir. So geht es mir auch. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mir denke, dass sich damit auch mit der Herausforderung eine Chance verbindet. Also so beschwerlich es sein kann und so beschwerend es ist, zu erfahren, dass es eben die unterschiedlichsten Arten von Diskriminierung auch in den queeren Communities gibt. So sehr glaube ich auch, und hoffe ich, dass wir, wenn wir mehr und mehr darüber reden und Dinge aussprechen, wie du es gerade getan hast, danke dafür, dass wir eben das auch untereinander aushandeln können und zu einer Veränderung beitragen können. Und der letzte Christopher Street Day oder die letzten Christopher Street Days in München, da war die Vielfalt der queeren Communities, finde ich, sehr, sehr offenbar und auf eine sehr positive Art und Weise. Da waren geflüchtete Menschen, die selber queer sind. Da waren sehr viele migrantische Personen, Personengruppen, die Rassifizierung erfahren. Da waren sehr viele Personen, die trans sind, sehr viele Personen, die sich als inter der Erde identifizieren. Also die unterschiedlichsten Personengruppen
die letzten Endes die Vielfältigkeit unserer queeren Communities zum Ausdruck brachten. Und ich finde, das ist ein großes Potenzial, eine große Chance auch, die sich damit verbindet. Und das ist deshalb auch wichtig, weil ich nicht möchte, dass Jens Spahn von der CDU oder einer Alice Weidel von der AfD als die Prototypen von schwul und lesbisch gelten. Weil Rassismus mittlerweile auch wirklich ein großes Thema ist bei Personen, die sich als schwul und lesbisch sehen und die eine Homonormativität entwickelt haben von dem guten Schwulen und von der guten Lesbe. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle so viel vielfältiger und so viel mehr, was uns als Personen ausmacht. Und es ist doch schön, wenn an diesem Ort wir das tatsächlich auch besprechbar machen. Bitte. Ich habe noch eine Gedanken dazu. Und zwar, wenn wir das zulassen, dass wir diskriminiert werden, ich komme von dem Grundsatz aus der Soziologie, dass Macht auf zwei Seiten stattfindet. Es ist eine, der Macht an sich nimmt und eine, der Macht geben, zu geben bereit ist. Ja. Damit hängt es ja auch das andere, was ich sagen will. Da muss ich noch in meinen eigenen Platz kehren. Warum kann ich den anderen nicht einfach so sein lassen, wie er ist? Also warum brauche ich den Label? Ist der jetzt schwul, ist der lesbisch, ist der whatever? Es tut mir nichts. Also ich muss doch wissen, wer ich bin. Und dann stelle ich mir die Frage, indem ich andere anzweifle, indem sie sagen, ich identifiziere mich jetzt nicht als schwul oder lesbisch oder was auch immer, habe ich doch eigentlich erstmal von meiner Tür zu kehren, zu sagen, ja, wer bin ich und warum triggert mich das? Ich finde es eine sehr gute Ergänzung zu dem, was du sagtest. Das ergänzt sich gut, finde ich. Und eine Idee, die in diesem Moment aufploppt beim Zuhören, ist, dass ich mir denke, ja, eigentlich wäre es ja besonders schön und cool, wenn wir überhaupt keine Labels, keine Kategorienbezeichnungen mehr bräuchten und einfach als Mensch so sein dürfen, wie wir sind. Und es wird mir auch immer wieder zurückgespiegelt von einer sehr guten Freundin von mir, die auch Münchnerin ist. Und wie ich dann eine Zeit lang in Berlin lebte und dort arbeitete, gerade auch im Antirassismusbereich, und dann anfing mit diesen Bezeichnungen, hat sie gesagt, nein, du brauchst es doch alles gar nicht. Brauchst du jetzt wirklich auch nochmal zusätzlich zu erwähnen, dass du non-binär bist, dass du weder Mann noch Frau bist? Musst du das wirklich unbedingt sagen? Warum erhebst du daraus wieder so einen politischen Anspruch? Und dann habe ich gesagt, Tülin, solange wie eine gewisse Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft nicht vorherrscht, solange wir als Gesellschaft insgesamt nicht verstanden haben, wie vielfältig unsere Gesellschaften in Deutschland sind insgesamt und wie vielfältig eben auch die queeren Communities sind, solange wird es mir wichtig sein, das zu benennen, um vielleicht auch bei meinem Gegenüber, ich will nicht die ganze Zeit Bildungsarbeit leisten müssen, aber zumindest zu einem Moment des Andersdenkens zu inspirieren. Und gleichzeitig denke ich mir dann am Ende des Tages, mei, ich bin doch einfach nur naiv, fertig amen. Also scheißegal, ob non-binär, scheißegal, ob of color, wie ich mich bezeichne, aufgrund der Rassifizierung, die ich erfahre, scheißegal, ob ich aus politischen Ansprüchen dann sage, dass ich muslimisch bin oder dass ich sexpositiv bin, dass ich HIV-positiv bin, Punkt, Punkt, Punkt. Brauche ich dann all diese Labels unbedingt? Und dann denke ich mir in anderen Momenten, zum Beispiel bei einem Vortrag, den ich vor ein paar Wochen hielt, da ging es um das Thema Intersektionalität für den Bayerischen Jugendring. Hatte ich eine Art Vortrag gehalten für die Teilnehmenden. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich HIV-positiv bin. Warum habe ich es in dem Moment gesagt? Ich sage das jetzt auch in Facebook und in YouTube hinein. Warum sage ich das? Weil ich möchte, dass mit dem, dass ich darüber spreche und viel mehr Personen darüber reden, dass eine andere Sichtbarkeit zu diesem Thema vorherrscht und wir als Gesellschaft Dinge enttabuisieren können und auch zu einer Stärkung beitragen können von Personen, die noch nicht out of the closet sind, also die noch nicht haben ein Coming out vornehmen können oder übersetzt im Deutschen aus dem Schrank haben hinaustreten können, weil sie womöglich, wie ich auch, nicht aus München sind ursprünglich, sondern aus dem oberschwäbischen Laubheim, wo es keine Queerness gibt. Genau. Bitte. Ich hatte den Punkt, wollte ich auch gerade mal sagen, eben mit dem ländlichen Raum, es ist nochmal deutlich schwieriger, darauf aufmerksam zu werden, sich zu vernetzen, kann gut sein, dass es immer zum Teil tun. Das hatte ich einfach mit einer vielen Mist erfahren. Absolut. Ja, wollte ich vielleicht auch anknüpfen. Insofern, also meine eigene Erfahrung, auch im ländlichen Raum,
auch nochmal bei der Frage, bei diesen Reflexionsmomenten. Also es geht jetzt natürlich irgendwie um so ein Aufwachsen in so einer jugendlichen Phase, aber wenn ich darüber nachdenke, was sozusagen, und das knüpft irgendwie, glaube ich, auch an die Strukturen, die du erwähnt hast. Das war natürlich irgendwie alles auch sehr wissenschaftlich dargestellt, aber wenn wir uns irgendwie versuchen, das in so einer Situation vorzustellen, als ein junger Mann, der da irgendwie dann auch im Fußballverein war und so weiter und so fort, ich glaube, ich habe in dem Umfeld, in dem ich war, alle diese Diskriminierungsformen selbst auch angewendet, weil es das war, was man gelernt hat, weil es das war, was einen umgeben hat. Völlig unabhängig davon, ob das einen selber zum Beispiel betroffen hat, da gab es, glaube ich, auch sehr viel Selbstverletzung da drin, aber gerade in Bezug auf Sichtbarkeiten etc. und deswegen auch ist es, glaube ich, schon wichtig sozusagen, dass wir Begrifflichkeiten finden und dass wir die Möglichkeit haben, Dinge sichtbar zu machen, weil, also ich habe alle diese Diskriminierungsformen in irgendeiner Form irgendwann mal angewendet, einfach weil es das Umfeld ergeben hat. Ja. Und das einfach war, wie man aufgewachsen ist. Genau. Und ich glaube, das knüpft eben an, dieses auch vor der eigenen Tür kehren. Absolut. Und übrigens, ich auch. Also nur weil ich von bestimmten Formen von Diskriminierung betroffen bin, heißt das nicht, dass ich weniger gewisse gesellschaftliche Denkweisen, Stereotypen oder Vorurteile verinnerlicht habe und entsprechend auch in bestimmten Momenten agiert habe in meinem Leben. Ich habe sehr oft in meinem Leben diskriminiert und ich wurde gleichzeitig sehr viel diskriminiert. Was bedeutet in der Umkehr, dass eine Person, die von Queerfeindlichkeiten betroffen ist, von Homo- und Transfeindlichkeiten betroffen ist, selbst natürlich auch rassistisch sein kann. Eine Person, die von Rassismus betroffen ist, von einer Art von Rassismus, kann auch gleichzeitig selbst rassistisch sein. Wenn ich in die muslimische Gemeinde in Laupheim gehe und die ersten Momente, wie schwarz positionierte MuslimInnen Teil der Community wurden und in der Moschee mit uns beteten, habe ich gemerkt, dass es da auch einige rassistische Momente gab. Das heißt, von antitürkischem Rassismus betroffen zu sein, schützt die Person nicht davor, selbst auch rassistisch sein zu können. Und das, was in der Psychologie mehr und mehr zum Thema gemacht wird, und das sage ich jetzt als eine Person, die auch 4 Jahre lang eine Psychoanalyse vorgenommen hat, in einem Moment war es so, dass mein Psychologe mich darauf hinwies, das, was du gerade gesagt hast, ist super homo- und transfeindlich. Meine erste Reaktion war, kann ich doch gar nicht sein. Ich bin doch selbst gewissermaßen trans und homo. Sagt die Person, nee, warum? Nur weil du selbst davon betroffen bist, heißt es nicht, dass du es nicht selbst verinnerlicht hast, weil unsere Gesellschaft insgesamt so funktioniert. Das heißt, alles, was wir als Teilnehmende dieser Gesellschaft verinnerlicht haben, gelernt haben, können wir aber auch uns bewusst machen. Das ist der erste Schritt. Boah, wie denke ich eigentlich gerade? Boah, wie fühle ich eigentlich gerade und warum ist es so? Warum wechsle ich die Straßenseite? Warum verhalte ich mich dieser Person gegenüber anders als der anderen? Warum ist es bei mir so, dass ich, wenn ich in der Deutschen Eiche bin und ich möchte Sex haben, eher nach weißen Personen Ausschau halte, weil ich da weniger Angst davor habe, mich mit einer Krankheit einzustecken? Also da steckt auch ein rassistisches Gedankengut dahinter. Warum ist es so, dass ich ein bestimmtes Beuteschema habe, wo ich Personen mir aussuche, die ich als besonders männlich wahrnehme? Was spielt sich da eigentlich in meinem Kopf ab? Also wisst ihr, wie ich meine? Und ich glaube, was wir tun können, ist, erster Moment, sich dessen bewusst zu werden und der zweite Moment, uns dazu anzuspornen, Dinge zu verlernen. Und Sichtbarkeit ist da ein wichtiges Thema. Bitte. Mit dem sind wir geboren. Es ist einfach die in der Urzeit da, um die Guten und die Schlechten zu unterscheiden. Also es ist wichtig, sich dessen bewusst zu machen, aber ich finde es, die Botschaft möchte ich unbedingt platzieren. Ich genieße es, diese Momente aufzulösen. Also ich erwische mich immer wieder, dass ich rassistisch denke. Hatte ich jetzt gerade letzte Freitag die Situation, aber ich finde Gefallen daran zu tragen, hier zu haben, mich selber wieder erwischt und jetzt löse ich es auf. Und ich glaube, da müssen wir umkommen. Wir können uns nicht dafür verurteilen, dass wir rassistisch sind. So sind wir Menschen gestrickt. Wir müssen die Freude daran finden, eben genau diese Denkmuster aufzulösen und uns positiv zu bekehren. Ja, das gefällt mir gut, der Moment der Freude. Das nimmt dem Ganzen auch eine Beschwerlichkeit und so eine Selbstverurteilung. Ich glaube, mit Selbstverurteilung und mit Scham. Also wenn ich in den Workshop-Kontexten mit den Teilnehmenden zusammensitze, ist es wirklich oft so, dass wir, es sind 2 Tage, wie wir mit ihnen arbeiten und es sind 2 Tage, wie ich, so wie gerade auch, theoretisch mit ihnen arbeite und versuche, einen Input zu bieten und dann im nächsten Moment hingegen, dass ich versuche, auch mit pädagogischen Methoden emotional auch anzudocken, um diesen Lernmoment vornehmen zu können.
mit quasi mit Körper, Geist und Seele ein bisschen. Oder das Zusammenspiel, Wechselspiel von dem hier oben und dem hier weiter unten oder dem hier ganz unten. Und wenn es um das Thema Diskriminierung geht und wir definieren, ist in der Gruppe noch alles okay. Wenn es dann aber um das Gegenteil geht, das wir formulieren mit Privileg, da schämen sich dann auf einmal tatsächlich die allermeisten Personen, die im Hinblick auf bestimmte Merkmale privilegiert sind. Nur Scham ist kein gutes emotionales Moment, um wirklich konstruktiv zu sein und im Miteinander zu sein und auch im guten Miteinander mit sich selbst. Das funktioniert dann nicht, weil Scham gestaltet Prozesse behäbig oder unterbindet Prozesse. Und ich glaube, so wie du es gesagt hast, mit Freude, ich habe mich dabei ertappt, da bist du mal wieder. Du Gedanke, du, was tust du eigentlich gerade und was drückst du aus? Und wo habe ich dich aufgeschnappt? So möchte ich aber nicht handeln. Und damit haben wir das quasi in etwas sehr Positives transformiert. Ja. An dieser Stelle würde ich gerne weitermachen. So, und da sind wir, das sind die letzten zwei Slides und damit findet sich das auch zum Abschluss. Wie sich Rassismus in queeren Communities in Deutschland zeigt, in München, wo ich 10 Jahre eben in diesem Bereich gewirkt habe oder versucht habe zu wirken, und auch in Berlin, wo ich mehrere Jahre gelebt habe. Eine Markierung und Exotisierung, als exotisch wahrgenommen zu werden, von queeren Menschen, die als nicht deutsch gelten, ohne zu wissen, ob sich die Person nicht womöglich wirklich als deutsch identifiziert, weil sie einfach ein Teil dieser Gesellschaft ist. Eine eigene Person, weil ich selbst nicht diskriminieren mag oder irgendeinen Rassismus reproduzieren mag, mache ich das an eigener Person. Ich merke, wie ich dann in Grindr oder Planet Romeo oder Scruff oder wo auch immer unterwegs bin, dass ich sehr oft damit konfrontiert bin mit dieser Idee von womöglich türkisch zu sein oder womöglich arabisch zu sein, entsprechend des Aussehens, entsprechend dessen, dass ich auch muslimisch bin und womöglich also auf eine sehr exotische Art und Weise der Stecher sein zu können. Und dann merke ich, das wird meiner Person gar nicht gerecht. Und da hat der Rassismus eigentlich schon angefangen. Also bei diesen Labels mit, ihr habt es bestimmt auch schon in den unterschiedlichsten Profilen gelesen, keine Asians, keine schwarzen Personen, ich habe auch gelesen, keine Türken und Araber, kein Punkt, Punkt, Punkt und ein bestimmtes Beuteschema. Und an und für sich ist es ja auch okay, ein bestimmtes Beuteschema zu haben oder ein Favorite zu haben. Bestimmte Personengruppen anders zu bevorzugen, das ist okay. Aber das wirklich so offensichtlich auszudrücken ist, und das kann ich nicht anders, ich kann das nicht auf eine euphemistische Art und Weise schönreden, es funktioniert nicht, das ist Rassismus pur. Und der existiert tatsächlich in den Communities. Der existiert aber auch, so leid es mir auch tut, und dieses Problem hatte ich mit einem Jugendlichen, der selbst schwarz positioniert ist und queer, dass irgendwann, weil er in einem Gefecht mit dem Türsteher vom Gary Klein war, durfte er nicht mehr rein. Und in diesem Prozess im Aushandeln, und das ist ein sehr besonderer Schutzraum für queere Menschen in München, habe ich mich dann schon gefragt, woran liegt das? Also findet da gerade eine Ungleichbehandlung statt? Bitte nicht falsch verstehen. Also ich will jetzt niemanden diffamieren oder sonst irgendetwas. Also definitiv auch nicht vor der Kamera. Aber da gab es Momente, wo ich einfach wirklich in die Selbstkritik auch gegangen bin, weil ich dann auch vorsichtig sein wollte, mit dem einen Rassismusvorwurf vorzunehmen. Und gleichzeitig fragte ich mich, findet hier gerade eine Ungleichbehandlung statt? Wird diese Person anders behandelt, weil sie schwarz ist? Kann es sein, dass auch die Türstehenden, ohne es zu merken, ohne sich dessen gewahr zu sein, womöglich eine schwarze Person anders behandeln als eine weiße Person? Kann es sein, dass die Türstehenden, die womöglich selbst auch of color sind und schwarz, also wirklich auch selbst Rassismus erfahren in Deutschland, dass sie womöglich selbst, ohne es zu merken, rassistisch sind, weil sie scannen und dann stehen sie vorm Gary Klein? Also wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich streiche das mit Gary Klein, ein x-beliebiger Club in München und ich würde davor stehen und trotzdem ich selbst Rassismus erfahre, kann es sein, dass ich nach bestimmten Kriterien scanne und mir denke, diese Person macht jetzt mehr Probleme in diesem Club als die andere Person. Oder diese Person sollte ich fragen, weißt du eigentlich überhaupt, dass es ein queerer Club hier ist?
Die Frage wurde mir oft gestellt. Ja, warum wurde sie mir aber gestellt? Warum wurde es der anderen Person nicht gestellt, die weiß positioniert ist? Das zum Beispiel, würde ich sagen, ist rassistisch. Warum ist es möglich, dass Personen, die selbst in der Politik sind, mittlerweile in Deutschland diesen Graben tatsächlich kreiert haben und den auch mehr und mehr untermauert haben, sodass es gar nicht mehr möglich ist, den zu überwinden? Diese Idee von auf der einen Seite MuslimInnen, die scheinbar sehr viel homo- und transfeindlicher sind als nicht-muslimische Menschen in Deutschland, und auf der anderen Seite die Opfergruppen aus LSBTIQ-Personengruppen. Und da war es hier tatsächlich in einem Workshop, bei dem ich war, wo Referentinnen, die eine Person lesbisch, die andere Person schwul und beide weiß positioniert, mir einen Workshop gaben zum Thema Homo- und Transfeindlichkeiten in München. Und dann in einer PowerPoint-Präsentation die Slide hatten Migration und Queersein. Und da, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es formuliert war, aber da kam so das Gefühl auf, als würde es da keine Überschneidung geben können. Also als würde es nicht möglich sein, dass womöglich die muslimische Person selbst queer ist. Als würde das in dem Moment gar nicht gesehen werden. Oder als würde nicht gesehen werden, dass es nicht Migration auf der einen und auf der anderen Seite LSBTQ in Deutschland ist, sondern dass da ganz viele dazwischen sind, die selbst MigrantInnen sind oder Migrationsbiografien haben oder unterschiedliche Formen von Rassismus in Deutschland erfahren und gleichzeitig queer sind. Und ihr könnt mir glauben, diese Personengruppen haben es weder in der einen Gruppe unbedingt leicht, noch in der anderen. Im Verlauf meiner Sozialisation war es oft so gewesen, dass ich weder in migrantische Räume großgegangen bin, weil ich mich dort nicht sicher fühlte, aber oft, obwohl es wichtig gewesen wäre, mit meiner Türkeistämmigkeit und mit dem, dass ich muslimisch bin. Und auf der anderen Seite wiederum habe ich mich aber in queeren Räumen, in Ulm zum Beispiel, überhaupt nicht wohlgefühlt, weil ich alle, also immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise als exotisch galt. Und eine typische Frage, die mir immer wieder entgegenschlug, und das ist es heute noch so, die Frage, nicht eigentlich die Frage, sondern eher so ein rhetorisches Statement, würde ich sagen, du wirst es besonders schwierig gehabt haben bei dir in der Familie. Nein, ich hatte es besonders einfach in meiner Familie, im katholischen Oberschwaben in Laupheim. Da hatten es meine Freundin um mich herum sehr viel schwieriger. Aber die Idee, dass ich es schwieriger hätte haben können, weil meine Familie ursprünglich aus der Türkei kommt, ohne zu wissen, woher eigentlich. Und die Idee, dass aufgrund dessen, dass ich muslimisch bin oder aus muslimischen Familie komme, mehr Homo- und Transfeindlichkeit ausgesetzt bin, diese Rechnung geht vielleicht immer wieder, aber immer wieder eben auch nicht auf. Und das müssen wir sehen. So, deshalb Rassismen innerhalb Dating- und Sexplattformen, aber auch im Hinblick zum Beispiel auf Clubs oder auch anderen Räumen, auch dem Sub, auch dem Lez. Rassismen innerhalb von LSBTIQ-Schutzräumen. Das sind ja eigentlich Schutzräume für alle Personen, die queer sind. Was braucht es aber dafür? Ein Mehr an Awareness, Achtsamkeit, Sensibilisierung im Hinblick auf diese Themen, immer und überall, und mehr Personen, die tatsächlich mehrere Identitätskategorien erfüllen und durch ihr biografisches Wissen vielleicht auch nochmal in den Strukturen zu einem Umdenken beitragen können. Homo- und Transfeindlichkeiten werden in Deutschland leider noch auf eine Art behandelt, die suggeriert, dass nur Weiße, also von Nicht-Rassismus betroffene LSBTIQ-Personen von Homo- und Transfeindlichkeiten betroffen sind. Nein, es sind alle Menschen, die queer sind, Homo-Trans sind von Homo- und Transfeindlichkeiten betroffen, trotzdem sie womöglich eine nicht-deutsche Herkunft sind, trotzdem sie womöglich muslimisch sind oder anders religiös verortet, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, ein Appell oder ein Desiderat, das ich im Hinblick darauf formulieren mag, ist, ich wünsche mir für unsere queeren Communities eine Sichtbarkeit von mehr queerer Vielfalt, auch in geschlechtlicher und sexueller Hinsicht. Was wir miteinander tun können, um queere Vielfalt sichtbarer zu machen. Es braucht mehr Schutzräume, in denen Personen, die mehrdimensional von Homo- und Transfeindlichkeiten betroffen sind, gestärkt werden können. Ein besseres selbst- und gesellschaftskritisches Bewusstsein braucht es zu queerer Vielfalt, zu Rassismus, zu Sexismus, zu Klassismus
Bodyismus in queeren Communities. Und es braucht wirklich ein Mehr an Visibilität, Sichtbarkeit, queere Vielfalt überall dort, wo sich Queerness kreiert. Egal, wie sich die Menschen identifizieren und definieren. Ah, okay, das werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Das ist noch aus einer anderen PowerPoint-Präsentation, aber für diejenigen, die es lesen wollen, ein paar Inspirationsmomente. Und für jede Art der Veränderung, der gesellschaftlichen Veränderung, braucht es Zeit, guten Willen, Nachsicht mit sich selbst und dem Gegenüber, Kollaboration auf Augenhöhe, also eine Begegnung, wie es heute hier stattfindet, und Ressourcen braucht es tatsächlich auch. Zeit und Geld, oft in unserer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben. Danke für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Doch, wir haben noch gut 20 Minuten Zeit. Danke. Präsentation, eine Folie weiter, das ist, glaube ich, dunkel. Ah, okay. Oder ich gehe einfach raus, oder? Ja. Soll ich zuklappen? Ja, nee, dann sitzen wir vor dem Blauen. Gut. Dann Moment. Also technisch ist halt der Wurm drin, irgendwie. Würde ich mal sagen. So. Ja, vielen Dank. Und die Diskussion hatte ja vorhin schon so ein paar gute Momente. Eine kleine Anekdote zu Rassismus in queeren Communities. Ich hatte einen Klienten, eine Person of Color, der selbst schwarz identifiziert ist. Der ist jung, der war bei Diversity und ist mit den Jungs von Diversity ist er in einen Club gegangen, egal welchen. Und er war mit 6 Jungs und er war die einzige Person of Color, und da war dann ein Typ, junger, flotter Typ, mit Flyern für eine schwule Party und gibt den 6 Weißen, drückt er den Flyer in die Hand und ihn lässt er bewusst aus und flyert dann weiter. Und ich denke, wenn du vorhin gesagt hast, vielleicht sind es so die eigenen Rassismen der Security. Vielleicht ist es auch sozusagen von oben sozusagen gesteuert, also dass man halt einfach sagt, welche Klientel man in dem Laden drin haben will. Und das sind halt dann vielleicht jetzt nicht explizit Persons of Color. Okay. Also ich glaube, vielen Dank. Ich glaube, da. Entschuldigung. Ja. Übrigens, wenn im Stream Fragen sind, ich check jetzt nicht irgendwelche Profile von mir, sondern schaue auf das Facebook. Ob Fragen reinkommen. Das heißt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, stellt eure Fragen in der Kommentarspalte und ich bringe sie dann ein. Und das war natürlich ein krasses Beispiel, aber ich glaube, das ist halt im Grunde genommen halt einfach auch eine Realität von queeren Communities, auch wenn wir da natürlich gerne wegschauen und auch wenn wir so das Gefühl haben, wir sind natürlich viel besser als jetzt in den nicht-queeren Communities, aber da gibt es natürlich leider immer wieder Punkte, wo man dann sehen muss, naja, also so toll ist es halt im Einzelfall vielleicht dann auch nicht. Aber ich möchte euch jetzt einladen, dass ihr vielleicht einfach auch noch eure Erfahrungen teilt, dass ihr Fragen stellt, dass ihr Naim noch nutzt, solange er da ist. Und da ist noch eine Frage. Ja, ich wollte noch mal zu diesem Begriff Intersektionalität zurückkehren. Also es hat jetzt nicht direkt mit Rassismus zu tun, aber mit politischer Einstellung und Weltanschauung. Also ich wollte auch mal den umgekehrten Fall schildern, aus der Gewerkschaftsarbeit, das heißt ja auch die Kommunisten aktiv, dass man, wenn man die Sozialpartnerschaft akzeptiert hat und sich einrichtet in der Gesellschaft, dass man auch von Kommunisten diskriminiert werden kann. Also dass die dann sagen, du hast die Arbeiterklasse verraten. Das wollte ich nochmal anmerken. Also das ist nicht nur einseitig, die können einen natürlich auch diskriminieren. Das wollte ich nur sagen dazu. Ja, ich habe vielleicht ganz überhaupt dann, was du erzählt hast, gerade eine Szene wegen der unbewussten Diskriminierung. Und ich würde für mich zumindest zum Beispiel einen Abend gerne so mitnehmen, so ein bisschen als Multiplikator das ganze Thema zu probieren, nach draußen. Und wüsste einfach, was eure Meinung ist, wie man sich in so einer Situation, wenn man sensibel ist zu so einem Thema,
Rassismus, Diskriminierung aufgrund welcher Art und Weise, aufgrund welchen Grundes ist jetzt in der Wahl. Wenn mir halt sowas auffällt, im Freundeskreis, in so einer YouTube-Situation, wie verhalte ich mich in so einer Situation? Soll ich das? Danke für die Frage. Also soll ich quasi Ally sein für die Person, die es betrifft, oder soll ich die Person, die es gemacht hat, irgendwie jetzt gehen und sorgen? Also, ist vielleicht noch eine weitere Frage? Vielleicht auch eine Antwort. Also, es gibt ja auch das Buch, ich habe jetzt den Namen vergessen von der Frau. Ich weiß auch noch nicht mehr genau, was alte Menschen über Rassismus wissen sollten. Aber ich geht mir auch darum, dass die Situationalität als weiße Person, dass man die einfach nicht bewerten soll, sondern sagen, ja, stimmt. Oder ist nicht so, oder einfach sagen, okay, das ist kein toller Moment, was du gerade erfahren hast, weil die Person einfach den Arm nehmen, umarmen und dann weitergehen. So. Meine persönliche Meinung. Ein paar Gedanken dazu, also keine abschließenden Antworten, sondern Gedanken, die wahrscheinlich sich auch höchstwahrscheinlich sich dann fortsetzen, wie ich dann später alleine mit mir bin. Zunächst einmal, die Situation, die du beschrieben hast, zeigt eben deutlich, dass es eine strukturelle Art von Rassismus war. Warum strukturell? Weil da drei Ebenen mit reingespielt haben. Zum einen diese Person auf einer individuellen Ebene, unter einigen wenigen Personen, zu zweit oder unter wenigen. Gleichzeitig aber war die Person Vertreterin von einer Institution, das heißt, da spielte die institutionelle Ebene von Diskriminierung mit rein. Und gleichzeitig alle, die in dieser Situation mitwirkten, ob sie wollten oder nicht, haben quasi gesellschaftliche Arten von Diskriminierung reproduziert in der Situation, sie gelebt. Und insgesamt deshalb strukturell. Was können wir als Person tun, die im Hinblick auf ein Merkmal oder mehrere Merkmale eine Situation beobachten, wo eine Person Diskriminierung erfährt? Zunächst einmal ist es so, dass ich meine FreundInnen schon darauf hinweise, dass an der Stelle, wo ich eine Diskriminierung erfahre, wo sie in Bezug auf dieses Merkmal privilegiert sind und keine Diskriminierung erfahren, was schon mal ein sehr großes Privileg ist, keine Diskriminierung erfahren zu müssen, dass sie dann unter Umständen einschreiten, weil ich manchmal perplex bin und gar nicht reagieren kann. Manchmal kann ich reagieren und schreie aber oder bin ausfällig oder sage Dinge, die ich dann im Anschluss bereue und ich gelte dann im Nachgang auch als sehr emotional und merke, dass ich die Situation nicht positiv umwandeln kann und mir geht es dann am Ende mit mir selbst nicht gut. Das heißt, in solch einer Situation, wo ich zum Beispiel Rassismus erfahre, kann ich nicht immer darauf reagieren. Dann wünsche ich mir, dass meine Mitmenschen, meine FreundInnen zum Beispiel, dass sie merken, da findet gerade etwas statt, was nicht okay ist und sagen, hey, stopp, dass ich nicht sprechen muss. Zum Beispiel, kann ich doch sprechen, dass sie mich unterstützen? Vielleicht weniger auf eine Art und Weise, dass sie mich unterbrechen und dann werde ich komplett ausgeblendet in der Situation und dann bin ich nur das Opfer, das bin ich nicht. Aber dass ich Unterstützung erfahre. Du hast von Ally gesprochen, im Englischen für Verbündete. Dass sie sich mit mir verbünden und mich stärken und unterstützen. Und dass sie mich, wenn ich es mir wünsche, wenn es okay für mich ist, weil manchmal wünsche ich es mir weniger, gleich im Anschluss umarmt zu werden, weil ich dann womöglich das Weinen anfange und mich als sehr fragil, als sehr verletzlich empfinde. Und das will ich nicht immer unbedingt. Das heißt, da kann es auch schon ausreichen, wenn die Person, die mir wichtig ist, die Hand auf meine Schulter legt und mich einfach fragt, brauchst du gerade etwas? Weil das, was du erfahren hast, war scheiße. Und so sollte es im Hinblick auf jede Art von Diskriminierung sein. Im Hinblick auf Sexismus, was immer noch ein großes Thema in Deutschland ist, im Hinblick auf Homo- und Transfeindlichkeiten, im Hinblick auf Rassismus, im Hinblick auf Behindertenfeindlichkeit zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel noch nicht einmal, wie das mit der Ausstrahlung, wie wenig Behindertenfeindlichkeit die Ausstrahlung ist, weil ich gar nicht weiß, ob alles zum Beispiel barrierefrei war. Aber irgendjemand muss es benennen. Und es sollten bitte schön diejenigen Personen sein, die selbst davon nicht betroffen sind. Genau. Das sind so Ideen. Ja. Schönen Abend. Ja, danke schön. Tschüss. Ich bin, ich schaue schon, ich sehe keinen Trigger, aber interessanterweise habe ich mir genau die Frage, die du gestellt hast, aufgeschrieben, nämlich Rassismus im Bekanntenkreis ansprechen, weil ich finde das auch eine Herausforderung.
neulich eine Diskussion und dann fiel der Satz, naja, der Russe an sich ist ja machtgeil. Also schon allein diese sprachliche Formulierung sozusagen über eine ganze Nation im Singular zu sprechen, zeigt ja schon einfach die Bereitschaft da, also eine Meinung über alle drüber zu liegen. Und ich bin dann immer so perplex und dann denke ich mir immer, okay, ich habe es dann auch angesprochen, aber ich erlebe das natürlich dann jedes Mal schon auch als anstrengend, es immer wieder machen zu müssen und denke mir, können die Leute nicht einfach sich selber irgendwie sozusagen mal antirassistisch fortbilden, aber gut, das ist natürlich eine Hoffnung, aber das finde ich wirklich eine Herausforderung und das ist aber, denke ich, das, was eigentlich wirklich gefordert ist, dass du wirklich diese Dinge spürst und dich nicht wegduckst, sondern dich wirklich traust, das immer und immer wieder zum Thema zu machen. Unbedingt. Unbedingt und insbesondere auch in queeren Communities. Also ihr dürft euch dessen gewahr sein, dass unterschiedliche Parteien, die auf der einen oder andere Art und Weise sehr oder weniger rassistisch sind, mittlerweile eben auch die queeren Communities für sich entdeckt haben als Zielgruppe. Das heißt, Rassismus findet in ein paar Parteien in letzter Zeit immer wieder statt. Und immer wieder wird auch diese Idee markiert und ausgedrückt von den migrantischen Jugendlichen, die besonders homo- und transfeindlich sind. Oder den Musliminnen, die eine Gefahr sind für, in Hinblick auf das Thema Sexismus zum Beispiel, Homo-Transfeindlichkeiten und andere Belange. Und ich sehe das, die Front National in Frankreich war schneller, als es die AfD hier in Deutschland war. Aber die AfD hat es auch gut hinbekommen, eine bestimmte Klientel als Zielgruppe für sich zu entdecken, die zum Beispiel schwul, lesbisch, trans, queer, inter ist. Das heißt, wir müssen in queeren Communities mehr und mehr auch über dieses Thema sprechen. Und das Sprechen alleine reicht aber nicht. Und es reicht auch nicht, dass, das ist jetzt keine Verunglimpfung oder sonst irgendwas, bitte nicht falsch verstehen, dieser Ort ist für mich sehr wichtig, für meine eins sehr wichtig. Aber ich wünsche mir schon, dass diejenigen, die hier wirken im Sub, nicht alleine zu Rassismus gelesen haben und eine Awareness erfahren haben und sich kritisch selbst reflektieren und dahingehend auch wirklich Gutes geleistet haben, sondern dass sie einen Beitrag dazu leisten, dass hier Menschen mehr und mehr auch arbeiten, die von, zum Beispiel von Rassismus auch betroffen sind. Nicht alleine als ehrenamtliche Menschen hinter der Theke, sondern auch diejenigen, die Teil der Strukturen sind. Also das ist wichtig, glaube ich. Genauso wie es wichtig ist, dass wir insgesamt Queerness in München auch so denken, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr Schutzräume für lesbische Frauen gibt zum Beispiel. Ich finde schon sehr interessant, dass es in dieser Stadt immer mehr schwule Räume gab als lesbische Räume zum Beispiel. Und das spiegeln mir sehr oft meine Freundinnen zurück, die selbst lesbisch sind. Das heißt, da die Dinge auch wirklich eine Sensibilität dahingehend auch für sich zu erwirken und sich das anzulesen. Und es gibt mittlerweile so tolle Podcasts dazu, wo Menschen sich mitteilen, die unterschiedlichste Arten von Diskriminierung erfahren. Auch mein Podcast übrigens, wenn ihr meinen Namen in Spotify eingebt, zu Lippenbekenntnisse zu Diversity in 6 oder 7 Folgen, wo ich unter anderem zum Thema Rassismus und insgesamt zu Diversity mit Pädagoginnen mich unterhalte. Genau. Ich finde, es gibt in der schwulen Szene, ich glaube, es gibt im mann-männlichen sexuellen Kontext, gibt es dann schon was, weiß ich auch, jemand, der mittlerweile auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, den wunderbaren Roman von David Leavitt kennt, Die verlorene Sprache der Kräne. Da gibt es einen Satz, das war so eine Zeit in den 90ern, wo aus der Italiener-Szene es dann angefangen hat, dass die Leute ganz viele Skinhead-Klamotten getragen haben. Und dann sagt er in diesem Roman den Satz, ich verstehe nicht, warum die Schwulen so ausschauen müssen wie die Typen, die sie an der nächsten Ecke zusammenschlagen. Und das ist so ein bisschen, verweist so ein bisschen sozusagen auf so Identifikation mit dem Aggressor hin, ja. Und so die erotische Lust an der Macht. Und also ich bin wirklich immer wieder echt entsetzt, wenn man so bei Dating-Profilen mal durchschaut, wie viele Typen dann auch so mit so Springerstiefeln mit weißen Schnürsenkeln sich dann abbilden. Das ist ja ganz eindeutig ein Symbol von White. Aber ist seit im Grunde ein ultra-rassistisch, also sozusagen ja. Ein eindeutig rassistisches Zeichen, ob die Leute das in einem Einzelfall jetzt wissen wollen, keine Ahnung. Aber ich denke, da gibt es einfach auch so, dass das dann mit so erotischen Bildern gespielt ja. Wird. Und was ich auch nicht unproblematisch finde. Ein bisschen möchte ich andocken,
in Verbindung mit der Geschichte, die du vorher erzählt hast, mit dem Dating und der Frage, wenn du nicht schwul bist, dann ist das nichts für mich, dass ja oft auch diese, also die schwule Selbstdefinition ist quasi dann doch sehr dankbar, weil viele solchen Männlichkeitstypen in einer schwulen Szene jetzt nicht so ein großes Problem haben, einen vermeintlichen hetero- oder bisexuellen Mann Sex zu haben. Ja, aber das ist ja quasi, da sehen wir, dass es einfach im gesellschaftlichen Männlichkeitsbild, das ja noch einen größeren Wert. Ja? Also diesen Heterosexismus, okay, und das ist eher so eine Trophäe, wenn man dann den Hetero noch rumgekriegt hat, aber eine queere Person im Sinne von, da ist die Weiblichkeit damit am Start, und es gefährlich und bedrohlich für meine Männlichkeit, ist halt einfach, da wird mit zwei Maßstäben gemessen. Ja? Und ich glaube, das ist auch so eine, auf einer subtileren Art Ebene, so eine Umkehrung, ja, dass man sich halt an das starke Machtvolle anpassen will und die Tatsache, dass man halt Diskriminierung ausgeliefert ist, damit überdecken will. Anpassen und gleichzeitig vielleicht auch die, das, was wir als gefährlich wahrnehmen oder was gefährlich für unsere Existenz ist, zu verführen. Also ich habe schon gemerkt, dass ich mit dem zu verführen, als eine sexpositive Person, ich mag einfach Sex, bin da aber sehr diverse unterwegs und gleichzeitig ist es so, dass ich in bestimmten Momenten schon merke, dass dieser Aspekt tatsächlich in mein Sexualverhalten mit reinspielt. Also bewusst auch diejenige Personengruppe zu verführen, von der ich glaube, dass sie eine Gefahr für mich darstellen könnte. Und dabei ertappte ich mich erst vor kurzer Zeit in Istanbul. Ein Typ, der auf eine Art und Weise Männlichkeit zum Ausdruck brachte, die ich sonst als sehr bedrohlich empfinde. Als sehr bedrohlich. Und ich war froh, dass er den Mund nicht aufgemacht hatte während des Sex, weil ich glaube, da wäre super rassistisch und sexistisch geworden. Und dann hätte ich wahrscheinlich noch mal mehr Angst gehabt. Aber ich habe ihn tatsächlich gesucht in dem Moment und fragte mich dann auch im Anschluss, woran das liegt. Eine Anpassung an Macht mag sein, wobei ich dadurch nicht mächtiger werde, aber gleichzeitig auch, weißt du, die Gefahr zu verführen. Ja, aber ich meine jetzt die andere Seite. Also das, was du beschreibst, finde ich interessant und es wichtig, sich auch für sich selber damit auseinanderzusetzen. Was mache ich da eigentlich? Aber der Punkt, den es mir geht, ist ja, dass ich jemanden insofern anpasse, indem man sich dann hinstellt und nach unten, nach dem vermeintlichen unten, ja. Sich abgrenzen muss. Ich mag keine Tiefstars, die dürfen nicht reinkommen. Weil die werden meine Identität gefährdet. Ja. Die werden mein Selbstbild gefährdet. Ja. Und also das, die, wenn wir natürlich wollen, wir alle die Freiheit haben, einen Sexpartner oder einen Partner nach unserem Brustdruck zu finden. Wir wollen uns nicht immer dafür rechtfertigen müssen, aber es gibt ja immer diese zwei Wege. Ich kann beim Kennenlernen noch viel. Merke, ich bin nicht interessiert und mich zurückziehen. Oder ich kann sagen, bist du queer, bist du nicht. Dann nicht. Die nicht. Das ist ja ein aggressiver Akt. Ja. Ja. Im Gegensatz zu, nehmt mein Leder, geht zum nächsten. Das meine ich mit der Anpassung an die Aggression, die wir halt selbst erleben. Yes. Ich werde versuchen, das zu übersetzen mit einem anderen Beispiel. Klingt vielleicht auf das erste Zuhören weit weg davon, aber es ist derselbe Mechanismus, wenn ich dich richtig verstanden habe und danke auch dafür, für die Dinge, die du sagtest. Ich bin immer sehr erschrocken, wenn ich zum Beispiel in der türkeistämmigen Community hier unterwegs bin und feststelle, welche Rassismen da teilweise fallen und wo ich echt das Gefühl habe, so, wo ich entweder unterbrechen kann, manchmal kann ich es nicht, manchmal kann ich unterbrechen, bin aber ein bisschen unbeholfen in meiner Wortwahl, und vielleicht auch arg emotional, wie ich darauf reagiere. Und in anderen Momenten denke ich mir, nein, jetzt musst du nicht unbedingt auch hier noch Bildungsarbeit leisten, weil am Ende stehe ich wirklich ganz ohne Freundinnen da. Und dann merke ich aber, um für mich auch nochmal, trotz meiner Emotionalitäten und dem angepisst zu sein, mich daran zu erinnern, okay, mein Gegenüber, dieser Mensch, warum könnte es sein, dass dieser Mensch das gerade tut? Sich selbst abfällig zum Beispiel zu unterhalten über andere Personengruppen. Ja, ist ja klar.
Diese Person erfährt immer wieder Rassismus in Deutschland, in unterschiedlichsten Formen, aber durch das, sich rassistisch anderen Personengruppen zu verhalten, steht sie nochmal anders da. Und das ist für mich, das ist sehr menschlich. Es macht das nicht gut, es legitimiert es nicht. Aber es ist für mich eine Erinnerung daran, dass es eben ein menschlicher Mechanismus ist. Und ich glaube, mit dem Exempel, das du beschrieben hast, ist es, glaube ich, recht ähnlich. So, ich drücke mal runter und dann erhöhe ich mich selbst, wie es Jesus sagte. Ja. Also, ich würde doch nochmal auf diese Dating-Apps eingehen, weil ich erlebe, dass in der Community diese rassistische Strukturen und rassistische Strebungen nirgendwo so unverhohlen wie in Dating-Profilen. Als ob sozusagen meine sexuelle Präferenz irgendwie alles rechtfertigt. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ob das jemand von euch mitgekriegt hat, es gab auch hier mal eine große Diskussion über die Frage, dürfen Transmänner, die noch eine Vagina haben oder ein Frontal, dürfen die ins Underground? Und für die deutsche Eigentümer gab es so die gleiche Diskussion. Wie ist es? Und da hat man natürlich schon auch, gerade so ein bisschen im Hintergrund dieser Diskussion, schon auch wirklich sehr viele erschreckte Männer. Oh Gott, wenn ich jetzt dann auf eine Person stoße, dann lang ich dann hin. Und wo du dann gemerkt hast, dass dann plötzlich die Souveränität auch irgendwie weg ist und die dann überhaupt gar keinen Plan haben, was sie dann anfangen sollen. Und da mit einer ganz großen Feindseligkeit geantwortet haben, die jetzt natürlich wahrscheinlich erstmal ihre Unsicherheit überspringen soll. Aber ich erlebe halt wirklich so diese Abgrenzungsbemühungen im erotischen Kontext wirklich heftiger, klarer und unverhohlen rassistischer als in allen anderen. Und das finde ich, müsste man einfach auch wirklich deutlicher ansprechen. Vielleicht aber nochmal sehr viel konkreter und offenkundiger in den Dating-Plattformen, die wir auch als soziale Medien verstehen können. Es sind ja quasi auch soziale Medien oder es sind virtuelle Schutzräume für bestimmte Personengruppen. Und ich glaube, dass ich hatte mich schon auch gefragt, wie der heutige Abend verlaufen würde mit dem, dass es in YouTube und auch in Facebook gesendet und ausgestrahlt wird. Weil meine große Angst, bevor ich hierher kam, war wirklich, wie angreifbar werde ich mich heute mit den Dingen machen, die ich aussprechen werde. Es ist insgesamt einfach nur mal so, dass in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, wo sehr vieles über soziale Medien leider läuft, und sehr vieles über ein Self-Branding, mit dem, wie wir uns darstellen in dieser virtuellen Welt, dass wir uns oftmals dort, gerade dort, auch erlauben, nochmal unverhohlene Dinge auszudrücken, die wir sonst in der Begegnung nicht ausdrücken würden oder uns nicht erlauben würden, die auszudrücken. Und das ist bei Planet Romeo nicht anders als bei Instagram. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Also ist es für mich nicht allein die Komponente Sexualität in Verbindung mit einer Unverhohlenheit, sondern insgesamt eben auch diese Anonymität, die sozialen Medien mitbringen, dass wir uns da nochmal anders offenbaren dürfen, was wir vielleicht immer wieder auch nicht tun dürften. Ja, also mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, die Diskussion ist natürlich nicht rum, aber die Zeit ist schon rum. Ich möchte dir sehr danken für das Thema. Ich möchte dir sehr danken, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und ich hoffe, dass der Raum safe genug war. Ich möchte euch danken, dass ihr interessiert dabei war, dass ihr euch in der Diskussion eingebracht habt. Die letzten Beispiele zeigen, also jede und jeder von uns ist gefordert oder könnte sich aufgerufen fühlen, seine Stimme zu erheben. Ich denke, es gibt viele Beispiele, wo man, wenn man Rassismen sieht, sie ansprechen kann, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich möchte euch einfach nur einladen, es zu tun. Letztendlich wären wir, glaube ich, alle sehr froh, wenn wir eine wirklich, vielleicht nicht rassismusfreie, aber rassismussensible Community hätten, ja, wo sich alle Leute wirklich möglichst wohlfühlen und wo alle, die queer sind, es als Safe Space erleben können. Und insofern sind wir alle gefordert und danke dir, dass du den Stein vielleicht ein bisschen mehr ins Rollen gebracht hast für uns. Mhm. Noch kurz abschließend etwas, was ich sagen möchte. Ich bin sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde und dass ich mir selbst auch dankbar, dass ich mich überwunden habe und quasi auch diesen Abschluss für mich vorgenommen habe zu diesem Thema. Und hier in diesem Raum hat es mir eine große Freude bereitet und danke euch für eure Offenheit. Und vielleicht noch insofern mit einem Punkt,
dass ich setze mit dem, was du sagtest, wir sind alle MultiplikatorInnen und lernen ein Leben lang. Das vielleicht als Reminder, als Erinnerung. Ja, wir können im nächsten Monat schon wieder lernen. Und da geht es leider auch weiter mit einem kritischen Blick auch wieder auf unsere Community. Und zwar ein Thema, was, glaube ich, noch weniger offen ist und noch weniger diskutiert wird, nämlich Gewalt in queeren Beziehungen. Die ein Thema, was leider wesentlich häufiger vorkommt, als wir das gerne wahrhaben wollen. Wir haben eine wunderbare Referentin aus Berlin, Diana Haskamp, die zu diesem Thema geforscht hat und sehr interessante Sachen und nicht nur schöne Sachen uns berichten wird. Ich hoffe, ihr seid dabei, bleibt uns gewogen, kommt, diskutiert mit. Ansonsten heute euch einen schönen Abend, das Sub ist noch offen und danke, dass ihr da wart und vielleicht sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Und danke, dass ihr im Stream zugeschaut habt. Tschüss.